Guten Morgen aus Italien. Wir haben gerade gefrühstückt, sind jetzt mit dem Hund ein wenig hier am Po entlang und haben uns überlegt, was können wir euch denn mal Schönes von hier zeigen, aufnehmen und in diesem Video verarbeiten. Wir haben uns überlegt, wir werden euch eine Proberoom-Tour machen. Wir nennen es Proberoom-Tour, weil wir ja jetzt auch einfach den Bus so weit gepackt haben, dass wir, ja, so wie wir halt gedacht haben, das funktioniert für uns jetzt am besten. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen was optimiert werden, haben wir jetzt schon wieder gemerkt. Aber nichtsdestotrotz dachten wir, wir nehmen euch mal mit auf die erste kleine Roomtour und zeigen euch mal, wie wir uns aktuell so eingerichtet haben, was wir alles mitgenommen haben, was wir gedacht haben, was wir unbedingt brauchen, was wir nicht gebraucht haben, was wir vorab schon optimiert haben und was wir nachher noch optimieren wollen. Bleibt dran und seid gespannt. Wie versprochen, gibt es heute eine kleine Roomtour von unserem Fahrzeug. Diesmal aus dem schönen Österreich. Wir hatten hier noch beruflich ein wenig zu tun und nutzen jetzt die Chance, um euch heute unser Fahrzeug vorzustellen, wie wir es halt jetzt konfiguriert haben für die Probereise, die wir jetzt hier im April gemacht haben. Wir waren circa drei Wochen in Italien und morgen geht es weiter nach München. Und von München aus geht es dann erstmal wieder in die Heimat, um alles weitere mit der Wohnung fertig zu machen. Und ab dann kommt die größere Reise und ab dann auch die Änderungen auf dem Kanal. Aber jetzt erstmal die versprochene Roomtour vom Fahrzeug. Wir haben, wie schon in den vorherigen Videos angesprochen, uns ein Megamobil geholt. Das ist auf Basis eines Peugeot Boxer. Hat eine Länge von 6 Metern. Und das erste, was wir gemacht haben, da wir das Fahrzeug auf Sommerreifen bekommen haben, haben wir uns schöne neue Reifen aufziehen lassen. Und zwar die BF Goodrich All-Terrain Reifen. Ja, ich weiß, es ist kein Allradfahrzeug. Ja, ich weiß, da braucht man auch so eine Bereifung eigentlich nicht. Aber sie hat mir optisch gut gefallen. Und ja, wir brauchten eh Winterreifen. Also haben wir dann gesagt, gut, dann gönnen wir uns den Spaß, machen einmal den Gönjamin und holen uns die schicken Reifen. Gut, von außen erstmal die kurze Tour, den Rest macht die Vera gleich. Wir haben eine fest verbaute Markise im Gegensatz zum alten Fahrzeug, eine Fiamma F80S. Ist keine Werbung, ist nichts gesponsert, leider. genau, die Markise auf jeden Fall. Wir haben eine Drittstufe, da freut sich Vera besonders drüber, weil sie ja nicht die allergrößte ist. Dann haben wir hier auf der Seite drei Anschlüsse seitens der Firma verbaut. Das ist einmal ein Gasanschluss für außen. Das heißt, wir können einen Gasgrill außen anschließen, der dann über die zwei innenliegenden Propangasflaschen gespeist wird, sage ich mal. Wir haben einen TV-Anschluss, wir haben keine Satellitenschüsse, wir haben keinen Fernseher verbaut. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Was aber sehr geil ist, wenn wir das Fahrzeug über Außenstrom beladen, also sprich, wir stehen am Stellplatz, können uns irgendwo Strom holen, geht die Klappe zu. Nein, dann haben wir den großen Vorteil, wir können hier außen auch etwas anklemmen. Das heißt, ich konnte wunderbar, als wir in Italien ein paar Tage auf dem Campingplatz waren, von außen meinen Laptop anklemmen und konnte wunderbar draußen arbeiten. Hier ist nochmal ein 12 Volt Anschluss und die SAT-Anschlüsse. Das heißt, wir können auch mit SAT-In, man kann es auch irgendwo sehen, also wir können mit Satellitenschüssel auch von außen einspeisen, gibt es ja auch auf gewissen Campingplätzen. Aber wie gesagt, brauchen wir nicht. Und einmal die Öffnung für den Frischwasseranschluss. So, dann geht es weiter nach hinten. Wir haben zwei Seitenrahmenfenster verbaut. Wir haben eine Rückfahrkamera von der Firma Dometic. Eine ist wirklich als Rückfahrkamera und zeigt das Bild nach hinten. Und die andere könnte man als, oder können wir, habe ich auch gemacht, als in Italien ein paar nette Herren sehr, sehr dicht aufgefahren sind, konnte ich halt hier oben gucken,
während der Fahrt über das Autoradio nach hinten, was hinter mir passiert. Also eine Art virtueller Rückspiegel. So, dann geht es einmal weiter rum ums Fahrzeug. Hier haben wir den Anschluss für Strom von außen. Das heißt, hier gehen wir ins Fahrzeug rein. Dann können wir die 220 Volt Steckdosen, die im Fahrzeug verbaut sind, benutzen. Und zusätzlich noch die Fahrzeugbatterie und die Aufbaubatterie laden. Hier ist auch ein sehr cooles Feature, habe ich so auch noch nicht gesehen bis jetzt. Und zwar ist hier eine Außendusche verbaut. Hier ist ein Bajonettverschluss, da kommt der Duschkopf dran. Und dann kann ich hier Warmwasser und Kaltwasser regeln und kann also draußen warm und kalt duschen. Sehr cooles Feature meiner Meinung nach. Speziell, wenn man halt wirklich irgendwo draußen steht, man kann auch mal ein Fahrrad abspritzen oder whatever. So, hier drunter ist die Toilettenkassette. Da ist auch cool. Wir haben hier vorne im Grunde genommen noch sehr, sehr viel Platz. Ich versuche es gerade mal aufzumachen. Ist immer ein bisschen doof mit einer Hand. Also, abgeschlossen. Einmal ganz kurz dumme Perspektive, Sekunde. So, dann geht die Klappe auf. Ihr seht hier die Wasserleitung. So, und wir haben hier unten, so kann man es sehen, eine, ist auch mit beiden Händen wieder einfacher, gebt mir eine Sekunde. Eine eingebaute Revisionsklappe, mit der ich zum Beispiel an die Heizungslüftung komme, an die Verschraubungen der Wasserleitung. Aber hier unten liegt auch der Duschkopf für die Außendusche. Haben wir bis jetzt noch nicht benutzt, hier, aber es ist da. Diesen Raum hier werden wir noch nutzen, um zum Beispiel unsere Flüssigkeit für die Campingtoilette zu bunkern, damit wir das halt nicht immer im Innenraum haben müssen. Ja, und dann geht es auch schon weiter nach vorne, was auch sehr hier auch wunderbar gedämmt noch. Also wir sind auf jeden Fall mit dem Fahrzeug überaus zufrieden, sehr, sehr, sehr begeistert. So, dann einmal hier wieder Klappe zu und das war schon. So, dann haben wir hier auf der Seite noch den Auspuff für die Truma Gasheizung. Gut, hier halt der Klassiker, man kennt's. AdBlue, neueste Dieselgeneration und normaler Kraftstofftank. Dann wieder die wunderschöne Bereifung. Und das soll es eigentlich von außen zu dem Schätzchen gewesen sein. Und wir wechseln jetzt in den Innenraum. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie es drinnen aussieht. Wir kommen jetzt rein durch die Seitentür. So, und dann haben wir hier natürlich logischerweise direkt den Fahrerraum. Wir können jetzt die Sitze drehen. Das ist super praktisch. Ich mache mal eben die Schiebetür zu. So, wir können die Sitze jetzt drehen. Das ist halt super praktisch, weil dadurch haben wir halt hier mega viel Raum. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon jetzt so sehen könnt. So, dann können wir euch den großen Tipp geben, gerade für Länder wie Italien. Wir nutzen dafür den Aschenbecher, weil obviously raucht bei uns keiner. Immer ein Fach mit Kleingeld oder ein Täschchen mit Kleingeld, Münzen, kleine Scheine mit dabei haben. Das leeren wir auch immer aus, wenn wir das Auto verlassen, weil man muss ja nicht provozieren, indem das Auto offen, in dem offen Geld im Auto rumliegt. Ja, hier haben wir Becherhalter, Flaschenhalter. Hier unten steht nochmal der Hundewassernapf dann. Einen Tischmülleimer. Die Erdbeerschale hat tatsächlich perfekt hier reingepasst. Also bitte. Schmeckis, Sonnenbrille, Impfpässe, alles, worauf man halt während der Fahrt Zugriff haben muss. Das Fach hier oben ist für unsere Reisesnacks. Da sind jetzt noch Grissini drin. Ich habe hier Hanuta drin. Wir haben hier Vollkornkekse drin und saure Haribo-Dinger. Und das kühlt tatsächlich. Wenn die Klimaanlage läuft, ist das Fach gekühlt. Und hier unten haben wir ein ganz normales Standard-Random-Handschuhfach.
Dann halt hier, Brillenputztuch, Kacke Tüten, Parkscheibe, was man halt so braucht, wenn man den Hund am Schoß hat. Deswegen habe ich auch eine Decke am Sitz, weil, wie ihr mitbekommen habt, ist die Omi läufig. Unser Spiegel, ganz normal, random, Freisprechanlage, Rückfahrkamera und Display, Navi, bla bla, Klimaanlage. Der Fabi-H von unserem Hund, damit er nicht verloren geht. Wir haben ganz praktisch hier so Rollos. Ich nenne sie liebevoll Kaffeefilter, weil die sehen für mich genauso aus. Wir müssen halt nicht mehr kriechen und fuchteln. Die ziehen wir einfach raus und machen die zu. Und genauso tun wir die auch wieder rein. Das ist super. So, dann haben wir hier unseren Arbeits-Wohn-Essbereich, wenn man so will. Wie gesagt, die Sitze sind gedreht. Da haben wir noch eine Zweier-Sitzbank. Den Tisch können wir noch ausklappen. Der hat hier noch eine Klappe. Wird aber wahrscheinlich jetzt mit einer Hand nicht funktionieren. Moment. So. Da kann ich praktisch meinen Arbeitsplatz oder unseren Arbeitsplatz nochmal um 3/4 der Tischlänge erweitern. Das ist super praktisch, weil ich sitze dann meistens da. Kann je nach Hund entweder die Beine ausstrecken oder sie liegt neben mir. Und der Tim sitzt hier und dann können wir beide parallel arbeiten, ohne uns auf den Sack zu gehen. Dann gehen wir einmal zu Aufbewahrung Nummer 1. Das ist so ein Random-Fach bei uns mit Laptop-Tasche und meine große Handtasche, unsere Regenjacken, Küchenrolle, was man halt so an Sperrgut hat, sage ich mal. Dann haben wir hier die Technik, wo der Wechselrichter drin ist, um den Laptop zu laden, unsere Laptops, Arbeitsmaterial, Kabeltasche, bla bla bla, Kopfhörer-Headset zum Arbeiten, Tims und meine, Schätzeisen für den Wassertank. Abwasser, Frischwasser und Batterie vorne, Batterie hinten. Hier machen wir an, aus und hier steuern wir die Heizung drüber, über den Apparillo. Jo, dann haben wir hier noch den Solarcomputer. Whatever, da sehen wir halt, wie Strom von außen reinkommt. Das Ding hier ist sowas, was wir auf jeden Fall umbauen werden. Das haben wir nachgerüstet mit Klebeschrauben. Also es ist nichts gebohrt, die sind geklebt. Aber wir haben festgestellt, wir nutzen die ganzen Kochlöffel, die wir zu Hause genutzt haben, eigentlich nicht. Was wir schon mal nutzen, ist der Pfannenwender und was wir schon mal nutzen, ist ein random Kochlöffel. Aber ansonsten hängen hier Masken, ein Taschenmesser, Tims Ehering, Kabel und normalerweise der Autoschlüssel und halt unsere Brillen. Und ja, das nutzen wir jetzt so an sich nicht für die ganzen Kochlöffel, beziehungsweise wir nutzen die Kochlöffel einfach nicht. Wir gehen weiter ins Bad. Da seht ihr halt unsere Dusche, da hängt noch das Handtuch, weil wir waren gestern früh duschen. Am Boden haben wir jetzt Schmutzwäsche, Hundefutter und Bier. Einfach, damit es während der Fahrt stehen bleibt, wo es stehen bleiben soll und nicht quer durchs Auto fliegt. Normalerweise können wir halt diese ganze Glasscheibe dann einmal umklappen und dann ist das Klo komplett abgeschlossen. Und wir haben nicht das Problem, dass irgendwie Wasser läuft in der Kabine etc. etc. Same hier, die Haarseife trocknet noch von gestern. Klar, Zahnbürste und sowas. Und das ist auch, das funktioniert fantastisch während der Fahrt, das so zu sichern. Und hier oben haben wir noch einen Föhn, Creme, andere Kosmetika, so Apothekenzugriff, ne, Kopfschmerztabletten, sowas an Zeug. Was man halt so braucht. Riesenschauraum tatsächlich. Wir sind total begeistert. Dann gehen wir einmal in die Küche. Da haben wir hier Herd, zwei Platten. So, dann haben wir hier unsere Spüle. Hier steht immer unser Wasserkessel drin und unsere Spülbürste, weil es halt einfach perfekt passt und während der Fahrt nicht klappert. Wir haben auch tatsächlich die Möglichkeit, Warmwasser herzustellen über einen 10-Liter-Boiler. Nur für den Müll. Haben wir noch keine schicke Lösung gefunden. Oberhalb der Küche ist unser Frühstücksschrank. Da sind Hundetabletten, da ist Balsamico-Kaffee, hier hinter ist Kaffeemaschine, sag ich mal, so mit Filter, so ein Ding, so eine Glasschale. Und Antiallergikum von mir und so, da war auch Hundeantibiotikum drin. Schüsseln, hier in den Tüchern sind Weingläser aus Echtglas, deswegen sind die so umständlich verpackt. Ja, das sind meine Schmeckis aus Italien. Hier sind unsere Kaffeetassen, ein Pesto, was wir mitbringen. Ja. Das ist halt so ein Küchenschrank. Ne? Wir haben jetzt auch nicht extra für euch aufgeräumt. Das ist halt so, wie es ist. Hier haben wir Besteck. Und ja, am meisten nutzen wir halt tatsächlich diesen einen Kochlöffel und den Pfannenwender, den ich euch eben gezeigt habe.
Aber auch das hier hat sich sehr etabliert. Also wir haben verschiedene scharfe Messer, auch hier oben in der Schublade, dass man jetzt nicht für jedes Steakmesser und für jedes Knippchen suchen muss, sondern die gängigsten Sachen haben wir halt hier, genauso wie hier ein Feuerzeug, den Butler, ihr kennt ihn, für Wein. Hier unten ist ein bisschen Chaos, einfach deswegen, weil wir unser echtes Geschirr mitnehmen. Wir wollten jetzt nicht extra Teller kaufen und Maskenpackungen eignen sich hervorragend, um die Teller während der Fahrt vom Klappern abzuhalten. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt Entklapperer kaufen wollt, Maskenpackungen, weil die führen wir halt eh mit, weil es ist ja je nach Land unterschiedlich. Dann haben wir hier Kaffeebecher, Topf und Schüsseln. Da ist gerade der andere Kaffeebecher schon wieder umgefallen, wie das so ist. Unsere Pfanne und so. Und da sind auch die Filzdinger. Ich habe den Filz auch mitgenommen, aber natürlich nicht geschafft zu schneiden. So, dann haben wir hier die Gewürzschublade. Unterschiedlicher geiler Scheiß und ein Lufferschwamm zum Spülen. Und hier sind so die gängigen Sachen drin, wie Mehl, Haferflocken, Zucker, Kakao. Das hat alles wunderbar gepasst. Hier mit den Schüsseln Tee, Reis, so Zeug halt, ne? In den großen Schüsseln. Und hier haben wir Putzzeug. Küchenrolle, unser Toaster steht hier drin, eine offene Spaghetti-Packung, weil die sonst nirgendwo reinpasst. Putztabletten, Sprüh, alles, was man halt so braucht. Und hier unten, das ist im Moment unsere Weinaufbewahrung, weil wir halt Wein und Limoncello mitbringen sollen. Deswegen haben wir das hier mit Nudeln, die wir behalten, ausgestopft und den Wein da reingestellt. Normal steht hier der Wein und der Limoncello nicht drin, sondern das Hundefutter, was jetzt in der Dusche steht. Klimper, klimper. Genau. Der Hund parkt, während wir parken, vorm Bad, weil so können wir halt trotzdem duschen, aufs Klo gehen, ohne Probleme. Und sie kann hier wunderbar liegen auf ihrer Couch, hat hier Futter und Wasser. Und ansonsten können wir die Couch halt auch einklappen. Wenn die Couch eingeklappt ist, können wir hier unsere Stufe rausziehen, um bequemer aufs Bett zu kommen. Und wir kommen an den Apothekerschrank dran. Das ist wirklich Aufbewahrung, einfach nur, hier habe ich so ein Deo, Haarzeug, bisschen Standardschminke, die man so täglich nutzen würde im Alltag. Schüsseln, Geschirrtücher auf Vorrat, noch mehr Grissini, eine Gasflasche, Nudeln, die wir mitbringen. Darunter sind noch kleinere Kisten mit Küchenzeug, was man nicht täglich benutzt, so ein Quill und sowas. Das nimmt man ja jetzt nicht all day. Ja, dann haben wir hier unseren Kühlschrank. Wer uns auf Insta folgt, hat das schon gesehen. Der ist sehr groß, hat ein Gefrierfach. Und hier geht halt alles rein, ne? Unmengen an Zeug. Besonders geil finden wir diese Fächer, weil da halt alles schön an seinem Platz bleibt und nichts fliegt durch die Gegend. Ja, und zu guter Letzt. Und nein, wir gehören nicht zu den Menschen, die täglich ihre Bettwäsche ordentlich hinlegen und irgendwelche Zierkissen draufpappen. Ja. Originalzustand halt. Hier haben wir noch unsere Falltasche. Die kennt ihr auch schon aus anderen Videos. Da ist jetzt im Moment noch Wein und Öl für meine Mutter drin. Einfach weil das hier absolut entklapperungssicher während der Fahrt auch stehen kann vor allem. Ja, und unsere Klamotten. Ich gebe euch mal einen kurzen Einblick. Unterwäsche ist hier in der Kiste. Die haben auch wunderbar gepasst, die Fächer. Hier habe ich Alltagszeug, kurze Hosen und Pullover. Und hinten habe ich meine T-Shirts und der Tim hat da Hosen drin und Pullover und hier T-Shirts und Unterwäsche. Und das hat auch wunderbar gepasst. Wir haben jetzt erstmal Sommergarnitur mitgenommen und ein Teil dickere Pullover und wir sind super ausgekommen. Ja, und da haben wir einen Handyhänger an dem Fach. Da sind halt, ne, für die Nacht tun wir da unsere Handys rein, da ist ein Päckchen Taschentücher drin, da ist ein Akku drin, ein transportierbarer Akku. Mir fehlt das Wort. Schatz, wenn es dir einfällt, ergänze es bitte. Und da hängen wir dann abends unser Handy dran und können dann Netflix gucken. Ja, das ist unser neues Zuhause. Das ist ein Schnelldurchlauf durch unser Auto. Wie gesagt, es werden noch Sachen optimiert. Ne, unterm Bett, unter den Matratzen, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, dafür müsste ich alles abbauen, sind die neuen Batterien verbaut, mit denen sind wir super zufrieden. Das würden wir jederzeit wieder so machen. Und ja,
wenn wir jetzt wieder nach Siegen kommen im Mai, leider Ende der Woche schon tatsächlich, dann werden wir nochmal checken, was von den ganzen Sachen jetzt am Auto bleibt und was nicht. Ja, und dann können wir euch irgendwann nochmal ein Update geben, wenn die längere Skandinavienreise dann durch ist und euch sagen, ob sich das so bewährt hat. Aber bis jetzt sind wir super zufrieden. Das ist schon geil. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne, macht es schwer gut. Liebe Grüße, schönes Wochenende und bis bald. So, jetzt haben wir unsere erste kleine Roomtour für euch gefilmt. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen zum Fahrzeug habt oder noch irgendwas sehen wollt, dann schreibt es uns unten in die Kommentare. Wir würden uns riesig über ein kostenloses Abo freuen und natürlich über ein Like. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, bis nächste Woche. Ja. Bis nächste Woche. Würde ich auch sagen. Wir sagen beide bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.